Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Ministrantinnen und Ministranten der Gmünderpfarren, der Pfarre Langeck, der Pfarre Scheims, aber vor allem euch, liebe Kinder, die ihr dieses Nikolaus-Video heute anseht. Vor einem Jahr habe ich zu euch gesagt, dass ich mich darauf freue, dass ich nächstes Jahr wieder normal zu euch kommen kann. Leider Gottes ist das Virus noch nicht vorbei und es gibt Sicherheitsmaßnahmen und die erlauben es mir nicht, euch alle zu besuchen, euch alle persönlich zu treffen, mit euch allen persönlich zu reden und euch die Hand zu geben. Aber es freut mich, dass wir heute diese Stunde gemeinsam verbringen dürfen und so ich zumindest virtuell zu euch kommen kann. Der heilige Nikolaus, und wir werden es haben es in vielen Geschichten schon gehört, hat allen Menschen immer wieder Gutes getan. Das wollen wir auch in dieser schwierigen Zeit tun. Wir wollen auf die schauen, denen es nicht so gut geht. Auf die Kinder und Erwachsenen, die in Quarantäne sind, die erkrankt sind, an die, die im Krankenhaus oder auf den Intensivstationen liegen müssen. Wir wollen aber auch an all jene denken, die sich um sie kümmern, sie pflegen, sie betreuen und zu dieser Zeit teils Übermenschliches leisten. Wir wollen heute nicht nur den Lockdown sehen, sondern auch dankbar sein. Dankbar, dass wir gesund sind. Dankbar, dass wir unsere Eltern und unsere Freunde haben. Und dankbar, dass wir so wie der heilige Nikolaus füreinander da sein können und sollen. Wir wollen nun eine Geschichte hören, die zwar nicht vom heiligen Nikolaus handelt, aber ich glaube, sehr gut zum Nikolaustag passt und die uns zum Nachdenken anregen soll. Liebe Kinder, die Geschichte vom König und den beiden Söhnen. Ein König, er hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen von den beiden zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen des Landes und rief seine beiden Söhne zu sich. Er gab jedem der beiden 5 Silberstücke und sagte: Ihr sollt für dieses Geld die Halle in unserem Schloss bis zum Rand, bis zum Abend füllen. Womit? Ja, das ist eure Sache. Die Weisen sagten: Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Aufgabe. Der älteste Sohn ging davon. Naja, er kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu schlagen und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos da. Er dachte sich: Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters zu füllen. Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er schnell einig und sie schafften bis zum späten Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging er zu seinem Vater und sagte: Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchen wir nicht mehr zu warten. Mach mich zu deinem Nachfolger. Der Vater sagte: Es ist noch nicht Abend, ich werde warten. Als dann kam auch der zweite, der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu schaffen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und er zündete sie an. Ihr Schein erfüllte die ganze Halle bis in den letzten Winkel hinein. Der Vater sagte: Du sollst mein Nachfolger werden. Dein Bruder hat 5 Silberstücke ausgegeben und hat die Halle nur mit nutzlosem Zeug gefüllt. Du hast nicht mal ein Silberstück ausgegeben und hast es mit Licht gefüllt. Ja, du hast es mit etwas gefüllt, das die Menschen wirklich brauchen. Thank you.
Eine wunderschöne Geschichte haben wir gehört und sie ist teilweise sogar mit unserer heutigen Zeit vergleichbar. Wie dunkel und kalt ist es oft. Zwar nicht in der Halle, aber vielleicht in uns. Wie dunkel und einsam fühlen sich manche Menschen jetzt in der Pandemie. Wie bei dieser Halle versuchen auch wir unser Leben zu füllen. Oder vielleicht auch das Leben der anderen zu füllen und hell zu machen. Nur mit was fülle ich mein Leben? Auch mit unnötigem Zeug, wie der erste Sohn? Versuche ich vielleicht auch das Leben der anderen mit unnötigem Zeug zu füllen? Mit meinen Problemen, die ich ihm aufhalse, obwohl er selbst Probleme hat? Diese Geschichte gibt uns eine Antwort auf die Frage, mit was wir unser Leben füllen können und füllen sollen und vielleicht auch das Leben der anderen füllen sollen. Mit dem, was die Menschen gerade jetzt in dieser Pandemie auch am meisten brauchen. Mit dem Licht. Wir sollen Licht, Liebe, Wärme zu den Menschen bringen. Wann habe ich das letzte Mal zum Beispiel jemandem gesagt, ich bin froh, dass ich dich in meinem Leben habe. Ich bin froh, dass du in meinem Leben bist. Ich bin dankbar, dass ich bei dir sein darf. Oder einfach, ich habe dich lieb. Ich liebe dich. All diese Sätze können in einem Menschen das Innere ausfüllen und wohlig und warm machen. Genau das fehlt im Leben, leider Gottes. Wem würde ich so einen Satz heute vielleicht gern sagen? Nütze ich einfach die Chance heute. Und es wird sicherlich nicht nur in meinem Leben heller werden, sondern auch im Leben der anderen. Bei den Kindern ist das auch oft nicht so leicht, zu allem Ja und Amen zu sagen, was die Eltern wollen. Vielleicht ein wenig dagegen zu reden oder vielleicht gerade das Gegenteil zu tun. Vielleicht könnte ich mich heute auch ein wenig mir den Vorsatz nehmen, in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, wieder mich zu bemühen, auch das Leben meiner Eltern hell zu machen. Dann würden auch wir alle zumindest zu kleinen Nikoläusen werden. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Nikolausabend, einen schönen Nikolaustag und eine schöne und besinnliche Adventszeit. Und heute schon ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest. Ja, es wird Weihnachten werden. Wir werden die Geburt Christi feiern und wir werden uns freuen können, selbst auch dann, wenn Corona unser Leben bestimmen wird. Und irgendwann wird auch die Pandemie für uns vorbei sein. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht das nächste Jahr wieder normal wiedersehen können. Danke und bleibt gesund. Musik